meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute eine Ansammlung an Highlightern. Die habe ich alle soweit getestet. Es kann sein, dass ich mich an ein oder zwei nicht mehr erinnern kann, dann werde ich das nochmal testen. Aber an alles, woran ich mich erinnern kann, werde ich euch zeigen. Für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben, werde ich euch verlinken. Da in dem Teil habe ich auch ein paar Sachen aussortiert. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Aus keinem speziellen Grund. Ich glaube, dass ich mit den meisten zufrieden war. Aber irgendwann mal werde ich da auch natürlich auch nochmal ein paar Sachen aussortieren. Wir beginnen jetzt einfach mal, weil es wird auf jeden Fall lang, ob ich jetzt alles jetzt in dieses Video packe. Gucken wir mal. Als erstes, das habe ich auch heute drauf, ist von Luvia Cosmetics Prime Glow Palette Volume 1. Die habe ich ja vergünstigt erhalten. Ich finde die Palette sehr schön. Sie riecht ein bisschen unangenehm, aber qualitativ ist sie richtig gut. Finde ich. Aber ich meine, auch für die Palette 20 Euro ist sie nicht teuer für 2, 4, 6, 8 Farben. Ich finde sie gut, kann sie empfehlen. Noch besser finde ich von I Heart Makeup Peach & Glow Highlighting and Illuminator Duo. Und zwar habe ich als Highlighter nur diese Seite benutzt. Man sieht so, das Peachige hat sich so ein bisschen verteilt. Die Seite habe ich als Blush benutzt, aber beides kann ich definitiv empfehlen. Gerade die... Oh, hübsch. Richtig geil. Damit man das erkennen kann, eventuell. Also ich finde sie richtig schön. Auf dem Gesicht sieht sie super aus, lässt sich auch gut einarbeiten. Hebt ein bisschen die Unebenheiten schon hervor. Also wenn man so kleine Pickelchen hier hat, sieht man es schon. Aber man sieht es halt nur, wenn man auch kein Make-up trägt, so wie ich. Ich kann euch das nicht sagen, wie es aussieht für die, die Make-up tragen. Cover FX, die Farbe Moonlight, da braucht ihr gar nicht mal die Pipette aufzufüllen. Es reicht, wenn ihr am Rand so ein bisschen auftupft. Ein bisschen verteilen, finde ich super. Ich benutze hierzu aber immer von The Manizer Sisters, nämlich die Mary Luminizer. Damit gehe ich dann nochmal drüber. Ich finde es toll, es gibt einen richtigen Highlight-Effekt. Sowieso diese Dreierpalette finde ich mega, kann ich jedem empfehlen. Wer die großen Fännchen nicht haben möchte, eventuell bald zieht bei mir die Cindy Luminizer, glaube ich, zieht bei mir ein. Also das hierzu, alles Empfehlungen bis jetzt. Von Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder. Auch das ist eine Empfehlung. Finde ich mega gut, mega schön. Super Pigmentierung. Sieht auf der Haut super aus. Ist jetzt nicht so mein Favorit von all denen. Da finde ich das von Luvia und I Heart Makeup besser. Klar, auch die Manizer Sisters finde ich besser wie das. Aber es ist für einen Drogerieartikel definitiv nicht schlecht. Dann habe ich hier von, ich glaube, das ist ja dann auch I Heart Makeup oder I Love, oder Makeup Revolution, aber ich glaube I Heart Makeup, Moment. Das Problem ist, ich kriege es halt schlecht auf. Das ist die, ich weiß nicht welche, ich glaube, das müsste die Unicorn Edition sein. Oh, der Highlighter hier, der hellere, ist mega schön, aber das ist für mich ein Winterprodukt. Das heißt, ich packe das weg und werde es im Winter benutzen. Klar, es ist eigentlich zu Ostern verkauft worden, aber vom Hautton her passt es eher zu mir im Winter. Jouer. Ich habe hier jetzt erstmal nur zwei. Vielleicht habe ich das andere auch schon weggepackt, oder? Nee, habe alle drei getestet. Einmal Ice, Rose Gold und Skinny Dip. Ice ist definitiv auch hier ein Winterprodukt, ist nämlich sehr kühl, sehr weißlich, eher für den Winter und eher für die ganz hellere Hautfraktion. Erstmal behalte ich das, aber eventuell werde ich mich davon irgendwann trennen. Rose Gold habe ich öfters benutzt, wäre aber jetzt nicht mein Favorit von all diesen dreien. Das wäre so eher Winter und Sommer für mich persönlich. Und einmal Skinny Dip, das ist so eher die dunklere Variante. Und das ist für mich so eher mein Sommerprodukt. Und von all den dreien finde ich den am schönsten. Skinny Dip von Jouer.
Dann, oh, In Love, ich bin in Love. Was ich halt hier an dieser Palette von L'Oreal La Vie en Glow nicht mag, überall kann man die Fingerabdrücke sehen, finde ich ekelhaft. Aber der Inhalt, bombastisch. Aber der Preis, zum Beispiel, könnte man genauso die Luvia Palette sich holen. Da seid ihr preislich tendenziell günstiger, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist sogar fast ein Dupe, ob jetzt Luvia ein Dupe hiervon ist oder das von Luvia. Diese vier Töne gibt es halt in der anderen Palette auch, aber die Qualität von L'Oreal finde ich richtig gut. Da war ich positiv überrascht, als ich es benutzt habe. Eine weitere Empfehlung wäre Pixi bei Petra, das hätte ich nämlich auch gar nicht gedacht. Und zwar Peach Honey, richtig schön. Ich vermische das aber, diese zwei Phasen, sage ich mal, Phasen. Finde ich gut, kann ich empfehlen, gefällt mir. Tarte. Von Tarte habe ich hier Exposed. Oh, zum Anbeißen lecker. Auch eher so für mich ein Sommerprodukt. Super schöne Farbe. Hat so schon eher goldige Partikel, deshalb eher wirklich für den Sommer gedacht. Kann ich auch empfehlen. Was haben wir denn noch hier? Aha. Ja, etwas, zu dem ich einfach viel zu selten greife, aber da echt mal öfters greifen müsste, ist von MAC Show Gold. Richtig schöne Farbe. Gefällt mir zum Beispiel viel besser wie das Rose Gold von Jouer. Ja. Gefällt mir definitiv. Hier sieht man minimale Kuhle mit viel Einbildung und Fantasie. Vom BH Cosmetics Bombshell Bronze. So sieht das gute Stück aus. Also so sieht es von außen aus, so von innen. Alle drei helleren Töne richtig schön. Der dunklere ist mir ein bisschen im Weg. Qualitativ... Eine Zeit lang war ich ein Fan davon. Also sie ist wirklich schön, aber wenn man dann mal genauer hinguckt, sie hat schon Glitzerpartikel drin, was mich so ein bisschen stört. Aber was auch sein kann, dass nur die obere Schicht diese Glitzerpartikel hat. Ich finde es richtig schön. Nachkaufen würde ich es persönlich nicht empfehlen. Tendenziell eher auch nicht, aber halt weil mich der braune Ton da drin stört. Nicht wegen den Glitzerpartikeln. Was habe ich denn noch? Das hier wisst ihr ja, liebe ich. Das ist die I Heart Makeup Light and Glow. Und als ich diese Version geholt hatte, dachte ich, das wäre die hier im Peach. War es aber nicht oder ist es nicht. Oder es gibt diese im Peach einfach nicht mehr. Die gab es aber mal. Müsste ich halt nochmal gucken. Hier sah es eigentlich erstmal aus wie Kylie Cosmetics, wo so diese Farbtropfen runterfließen. Die sieht man kaum noch bei mir. Die hatte ich ja auch zu Ostern mit in Kroatien und auch hier definitiv sieht man so ein paar coole. Das ist mein Favorit auf jeden Fall von diesen I Heart Makeup Highlightern. Vom Becker Moonstone. Eine große Liebe. Und mega süß, oder? Also ich liebe ja eh die Verpackung vom Becker, von den Highlightern oder Bronzern oder wie auch immer, aber der hier ist richtig goldig und ich liebe den, alleine schon, weil er so klein ist. Aber Moonstone ist eine richtig schöne Farbe. Was habe ich denn jetzt diesmal benutzt? Ich habe benutzt vom Kriolan für die Glossy Box Highlighter Kashmir. Ist eine sehr dezente Highlighterfarbe. Ich hatte das ja im Winter gesagt, ich würde es gerne im Sommer ausprobieren. Da fehlt mir einfach der Kick dazu. Ist mir nicht intensiv genug, also doch eher ein Winterprodukt, würde ich behaupten, in meinem Fall. Oder als Grundierung, bevor man einen Puder-Highlighter drüber gibt. Das wäre so die Alternative. So, was haben wir denn? Wir haben hier noch ein paar Sachen. Ups. Von I Heart Makeup wieder, Goddess of Love. Das sind ja so eher so Dupes zu Too Faced. Ja, ich dachte, das würde ich ein bisschen mehr lieben.
Hat einen rosigeren Unterton, aber irgendwie auf dem Gesicht, weiß ich nicht. Also es ist definitiv nicht einer meiner Favoriten. Leider, eventuell wäre das eins der Produkte, die mich irgendwann verlassen werden. Auch irgendwann eventuell verlassen wird von Revolution Renaissance Glow. Anfangs war ich mega, mega, mega in love. Hier ist der Highlighter, der ist wunderschön. Aber da ich ja die Seite nicht benutze und es ist ja so ein bisschen so ein kleiner Dupe von Charlotte Tilbury. Theoretisch beides wunderschön. Holt euch das nur, also erstens, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber holt euch das nur, wenn ihr wirklich Bronze oft benutzt. Ich mache es halt nicht so oft, aber an für sich Packaging super, super, super toll. Aber nur um den Highlighter zu benutzen, würde ich das nicht holen. Hier noch zwei Paletten von Revolution. Und zwar einmal Iconic Lights and Contour Pro. Das ist ja so das Dupe zu NYX. Hier gibt es zwei Highlighter-Produkte. Mir gefällt der hellere, komischerweise ein bisschen besser wie der hier. Beides super pigmentiert, sogar meiner Meinung nach. Klar, da wird es bestimmt jetzt hier wieder Hates geben. Meiner Meinung nach finde ich sogar gerade den helleren Highlighter viel besser wie der von NYX, weil der von NYX auf meiner Haut ohne Make-up-Unterlage, Untergrund nicht funktioniert und der von Make-up Revolution schon. Das ist der Unterschied, warum es mir gefällt. Dann aus dieser Love the Revolution Palette, der Highlighter wurde von mir auch ausgiebig getestet. Ja, was soll ich sagen, auch eine super, super Pigmentierung. Sehr hell, also auch eher für den Winter, bin ich der Meinung. Dann eine weitere Empfehlung bei Cosmetic for Less, könnt ihr mal schauen. Also ich persönlich würde es mir nicht nochmal kaufen, aber ich finde die Highlighter von Obsession, Make-up Obsession heißt es genau, richtig schön. Das sind nämlich diese. Ich habe dann mal einen Lidschatten noch geholt. Super Pigmentierung. Das Einzige, was mich stört, immer wenn ich die Palette aufmachen will, drücke ich automatisch hier so ein Fännchen raus. Das nervt ein bisschen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ich würde es nicht empfehlen. Eventuell, was ich machen könnte, ich könnte die Fännchen dezent an der Ecke ankleben und hoffen, dass mich das dann happy macht. Von NYX, a Duo Chromatic Highlighter in der Farbe 04, Snow Rose, richtig schön, auch ja, Duochrom halt, ne? Kann ich empfehlen, finde ich super. Hier habe ich noch zwei Tarte-Produkte. Einmal dieses gute Stück, Goddess Glow, werde ich irgendwann mal weggeben, der ist mir zu pudrig. Lässt wirklich alles zum Vorschein kommen. Ob es kleine Härchen sind, ob es kleine Pickelchen sind, alles. An für sich ein super Glow, aber wie gesagt, es hebt alles hervor. Ganz anders wie bei der Skin Twinkle Palette. Den mittleren Ton kann ich leider nicht benutzen, der macht einfach gar nichts. Der hier ist richtig schön und auch der dunklere ist eher für den Sommer und der hellere, den kann man Sommer und Winter nehmen. Ach, mir ist gerade die Folie runtergefallen. Empfehlen? Nee, würde ich nicht. Ich sag mal so, bei so teureren Paletten finde ich es eher schade, wenn man dann wirklich einen ganzen Ton nicht benutzen kann, den in der Mitte. Und deshalb würde ich eher Nein sagen. Dann haben wir hier noch, was haben wir denn noch hier? Was ist denn das? Aha, nee. Das muss ich noch testen, habe ich vergessen. Von Revolution Pearl Lights hat in der Farbe, ja, Loose Highlighter in der Farbe Pearl Lights. An für sich super Pigmentierung, das hatte ich ja mit euch im Vlog benutzt gehabt. Aber Packaging, ja, ich klebe es mir jetzt ab. Von der Farbe her nicht so meins. Hat so rosa Pigmente und das stört mich ein bisschen. Dann habe ich von Vichy Ideal, Teint Ideal, so einen Flüssig-Highlighter.
I don't like it irgendwie. Anfangs habe ich es gemocht, mittlerweile mag ich es nicht so. Ist mir zu dezent. Und das dazu. Dann das letzte Produkt, Essence We Are Amazing Creamy Eyeshadow Pen. War aus einer LE, hat auch so einen rosanen Unterton. Der funktioniert sehr gut unter den Augenbrauen, hier im Augenwinkel. Ab und zu trage ich ihn mir hier auf, aber den muss ich dann schon mit dem Beauty Blender verblenden, sonst der trocknet sehr schnell ein. So, dann habe ich hier in der Kiste noch ein paar Produkte. Heute fällt mir alles wieder. Ja, heute ist nicht mein Tag. Von Revolution Protection habe ich vergessen, wie dieser Highlighter ist, aber ich denke mal, das wäre jetzt nicht so spektakulär zu wissen. Von Essence Metal Chrome steht zwar Blush drauf, aber ich benutze ihn eher als Highlighter, aber ich muss nochmal gucken, wie der war. Genauso wie von Catrice Highlighting Eyeshadow muss ich gucken. Revival de Loop Young Under the Sea muss ich nochmal schauen. Und Catrice Glow Stick David Tomaszewski. Chefski, wie auch immer. Ich habe ja noch mal so ein paar andere Highlighter, die ich noch mal testen muss. Und dann kann ich da noch mal einen dritten Teil dazu abdrehen, würde ich mal behaupten. Und das waren jetzt alle meine Highlighter, die ich in letzter Zeit ausgetestet habe. Jetzt werden so langsam die Flüssig-Highlighter getestet. Denn da denke ich, werde ich mich irgendwann definitiv reduzieren. Ich benutze anscheinend doch nicht so gerne Flüssig-Highlighter, wie ich gedacht habe. Und da gucke ich, da ich mich dann nach und nach so von ein paar Sachen trenne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ging jetzt rucki-zucki, alles so in einem Marsch durch. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Denkt daran, mir einen Daumen nach oben zu lassen. Eventuell ein Abonnement würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Muah.